hast gelesen, Simon. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist wie so eine Stockholm-Syndrom-Beziehung. Kannst du nicht, nachdem die Regierung sich komplett gegen Russland gestellt hat, dich dann noch gegen Amerika stellen? Würde mich auch an die Amis halten, obwohl es passiert ist. Ich wäre da jetzt devot und würde schlucken an Scholz' Stelle. Normalerweise ist das ja immer im Irak und Vietnam in der Ferne, wo wir dann sagen, ja, das ist Geschwurbel, die Amis sind köstlich, sind tolle Verbündete. Aber jetzt sind wir als Deutsche das erste Mal selber betroffen. Faszinierend ist, in den USA, die Medien regen sich mehr darüber auf und setzen sich mehr für Deutschland ein als die deutschen Medien. Also alle Medien weltweit verurteilen das mehr als die deutschen Medien. So Tagesschauen so, das ist ganz klares Geschwurbel. Und die Amerikaner zerfetzen so und schreien diese Pressestelle vom Weißen Haus an und sagen, ey, was geht da ab, was geht da ab? Und bei den Deutschen ist das ganz klares Geschwurbel. Du musst dich an die Amis halten. Also ich würde mich auch an die Amis halten, obwohl es passiert ist. Ich wäre da jetzt devot und würde schlucken an Scholz' Stelle.